Willkommen zurück mit Josh und Jen. Hallo. Im Porzellanladen. Das kann da schon schief gehen und wir gehen jetzt hier in diese Tunnel. Vor allen Dingen mit Josh im Porzellanladen. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Hm. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Wir brauchen wohl die Büchse, hä? Ja, das klingt nach Elefantenbüchse. Okay. Ja. Toll. Ich habe ja extra geteasert letzte Folge, dass wir jetzt hier dann in die Tunnel hinabsteigen. Mein Gefährte recht. Ich gehe mal zu dem neuen Schauplatz. Ja. Let's do it. Zu dem Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Du wirst sehen, was dahinter steckt. Ah. Wir. Ja, aber du sitzt an der Tastatur. Ja, stimmt. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vordingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Oh Gott, Spots, überall Spots. Ich will den Tank anpacken. Probier mal angucken mit der anderen Taste. Bernard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Aha. Na, ich will die Kasse angucken. Geht nicht. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Okay. Ich will aber nicht mit Toni reden, ich habe Angst. Ihr redet gefälligst mit Toni. Ja, aber Frau. Die hat mir den Unterkiefer. Sind wir auch nicht mit mir reden? Wir können wieder gehen, Jenny. Na los, mach's so wie zu Hause. Ich war das nicht, ich war das nicht. Ich war das wirklich nicht mit den Gläsern. Ja, genau. Ich war das nicht. Tägliches Szenario. Wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Ist die Musik zu laut? Hinter den Stimmen gerade? Weiß ich nicht. Ich finde, sie wirkt sehr laut. Ah, da kommst du nicht. Ich kann gar nicht ins Menü gehen. Gut, dann müssen wir da jetzt durch. Das war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht, dass du die Gläser. Oh, Entschuldigung. Du hast den Dialog ab. Du kannst ja nicht ins Menü. Ja, ich dachte, ich komme ins Menü. Entschuldigung. Das war ich nicht. Du kannst ganz unten immer rausgehen, eigentlich. Das war ich wirklich nicht. Den rosa Elefanten gibt es wirklich. Rufus? Ich sehe, du bemühst dich um Versöhnung, aber diese Elefantengeschichte würde ich trotzdem für mich behalten. Du machst es nur schlimmer. Das mag für Laien so aussehen. In Wahrheit nehme ich Anlauf. Oh nein. Ja, die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das sie mit dir gemein haben. Ja. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben.
Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Ich nur kurz als Info, es fängt halt so an im ersten Teil, dass wir zwar bei ihr wohnen, aber nicht mehr zusammen sind. Mhm. Und im dritten Teil ist ganz witzig, da kriegen wir mit, dass Toni wegen uns zum Therapeuten geht. Oh. Ist ganz nett. Wohnen wir denn hier? Weißt du das? Wohnen wir hier in dem Laden? Oder? Nee, das weiß man nicht. Ja. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Oh, dir zu verzeihen. Ach so. Oh. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. Hm. Und wenn wir irgendwas sind, dann woanders. Ja. Aber wir können nicht dazu lernen, das weißt du ja noch nicht. Das ist in unseren Klongenen leider so bestimmt. Mann, das war Teil 3? Ja. Gott, Bernhard, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Hallo. Ja, oder bringt das jetzt ins Ende? Ach. Wirklich? Wer soll es denn diesmal gewesen sein? Die kosmische Hintergrundstrahlung? Nein. Ein Yeti? Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Tuck sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Das ist nicht schlecht. Geil. Der war gut. Ja, letztes dann auch noch, ne? Ja. Sonst komme ich ja gar nicht raus. Was hast du dir selbst zuzuschreiben? Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramiden auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das ist genauso wenig eine Entschuldigung wie, warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auch direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Oh, Toni, jetzt warst du aber ein bisschen unfair. Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das sie mit dir gemein haben. So toll waren die Scheiße. So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, rede einfach weiter. Tja, und tschüss. Bringe das wieder in Ordnung und dann wirst du dich entschuldigen. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. Okay, guck mal, ob es noch was gibt. In diesem ja, also wenn, hier müsste auch eine Waffe geben eigentlich. Rakete da. Rakete. Ja, ja. Haben wir hier beide nicht noch was? Ja. Hm? Ah. Ein gut funktionierender Haken. Ah, ich habe eine Idee, wofür wir den brauchen. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Wenn es sein muss. Zieh ihn raus. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Moment, ich darf ihn nicht nehmen. Versuch's nochmal. Ach, stimmt ja. Okay.
Ich dachte, dass wir den Hahn vielleicht für dieses für den Bienenstock brauchen können. Aber brauchen wir bestimmt auch eine Alternative. Haben wir irgendwas im Inventar? Spontan hätte ich an den Pfeifenreiniger gedacht. Den haben wir aber nicht. Aber können wir da irgendwas. Was ist denn, kann ich nicht den Hahn abnehmen und dann da irgendwas reinstopfen? Ja, genau, das habe ich nämlich auch den überlegt. Den Bart? Nee. Das glaube ich nicht. Probier es doch mal durch. Muss ich doch jetzt auch anschauen. Aber nicht mit den auf den Hahn, glaube ich. Dem Effekt zuliebe. Oh Gott. Was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Nimm mal den Bart weg. Genau. Ja. Und dann versuch's mit was anderem. Die Folie vielleicht? Die Folie? Naja, die kann verstopfen oder nicht? Also es geht jetzt nur darum, den Boden zu verstopfen oder nee, den Hahn auszutauschen. Der Knickerfolie? Gibt es einen Stöpsel irgendwo? Ich glaube, das brennt auch so. Aber meine... Nee, ist auch nicht richtig. Es gibt bestimmt irgendwas. Das, was wir hier haben? Ja, bestimmt. Das Glas darunter stellen? Nein. Aber das ist ja nur... Du sagst nein. Keinen Brandbeschleuniger mehr. Es war zwar ein lustiger... Mach das mal auf den Hahn, vielleicht? Das ist, glaube ich, ein Unterschied immer. Ich trinke keinen Brandbeschleuniger mehr. Es war zwar ein lustiger Abend, aber der Morgen danach. Fürchterlich. Aber irgendwie kriegt man den bestimmt. Haben wir irgendwas, was wir noch... Wie gesagt, ich hätte jetzt spontan an diesen Pfeifenreiniger gedacht, aber das ist vielleicht auch nicht so eine tolle Idee. Was ist denn das? Die Scherbe. Oh, den Dartpfeil, keine Ahnung. Dann probier der einfach. Pfeil? Guck mal, man konnte auch aus einem Strohhalm und einem Alu-Dings einen Alu-Look basteln. Also. Ich glaube, das brennt auch so. Aber machst du Unterschied, glaube ich, auf den Hahn, oder? Kannst du ihn nochmal anquatschen? Ja, ich mach's mal. Nicht mit dem. Kannst du nicht. Oder ihr wahlweise mit Hausarrest drohen? Bitte, Rufus, zieh mich da nicht mit rein. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Hast du Links- und Rechtsklick versucht? Am Hahn? Ja. Auf ihn oder auf ihn? Nee, auf den Hahn. Dann passiert nichts. Okay. Rechts ist nichts. Und den Pfeil nochmal auf den Hahn nur anwenden. Ich glaube, das brennt auch so. Aber ja, okay, bla bla bla. Eine Idee? Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den brauchen, weil der ist ja nicht umsonst als Dings angezeigt. Was waren die Hotspot-Anzeigen? Leertaste. Weil sonst habe ich ja hier alles. Mit ihm hattest du alle Optionen durch? Mit ihr kann ich nicht mal reden, glaube ich. Hier habe ich jetzt die Rakete, also der Tank und der Hahn. Oh Gott. Dann fehlt uns vielleicht noch was zum Verstopfen. Wir haben noch so viel was eigentlich zum Verstopfen. Ja, aber das Spiel akzeptiert halt nur den Gegenstand, der da reinpassen soll. Ja, aber was hätten wir dann noch einsammeln können? Also es gibt diesen Pfeifenreiniger. Es gibt Kartoffelohrenschützer, aber die haben wir auch für den Typen, um an den Pfeifenreiniger da um uns ranzukommen. Es gab nur noch den Bügel. Den brauchte man auch für den Ohrenschützer. Man braucht auf jeden Fall das Ding ganz sicher für das Honigteil. Ja. Und dann stimmt, also ich bin mir ziemlich, irgendwie weiß ich nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das an den scheiß Bart hauen muss. Naja, aber so sind wir noch nicht. Ja, das geht. Sehr gut. Du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Flex? Ach, weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Burner, Bernhard. Ja, und weg. Oh, schnell. Tschüss. Okay, das war dann doch easy als gedacht. Ich dachte, also meiner Logik nach müsste man halt dann irgendwas da rein tun. Naja. Ich dachte mir, ja klar, mit dem kann ich das abmontieren, aber das hilft ja nicht, dann ist das auch Honig. Honig. Es verwirrt mich, dass das da offen plötzlich ist. Ja, da nicht mal lang gehen.
zum Honig. Dum, 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 dum. So, den haben wir hier. Den Honig haben wir links. Ja, mach ich ja. Ja. Also, ich hätte ihn. Also, ich habe ihn noch nicht aktiviert. Da ist der Hahn. Ja. Passt. Weil jetzt muss ich das Ding ja nicht mehr aufmachen, oder? Ja. Komm. Boah, ist das klebrig. Und ich habe nicht einmal Kaktusbrot dabei. Also irgendwo raufhauen. Weil ich sag, der Bart ist es. Ich hätte es jetzt ins Glas gemacht. Ja, kannst du auch ausprobieren. Aber ich überlege halt... Das ist doch so schon klebrig genug. Für was sollte man sonst Honig brauchen und wieso sollte es sonst einen Bart geben? Also als Kleber. Ja, weil... Und wem kleben wir dann den Bart ins Gesicht? Weiß ich nicht. Können wir es dem Rattenjungen ins Gesicht kleben? Ja, ist der, vielleicht, dass er alt genug ist. Der Typ steht doch da, der weiß doch, dass das der Rattenjunge ist. Ja, uns, Mann. Keine Ahnung. Gehe ich das Spiel mit der falschen Logik an? Ja. Gehe ich das Spiel... Darf man das nicht logisch an? Doch. Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. Oh. Das ist jetzt einge... Ja. Fiebriger, also der Rattenjunge, sagst du? Ja, aber mit dem Kiebriger. Komm schon, Rattenjunge, lass uns spielen. Aber ich bin noch zu jung. Du bist vor allem zu vorlaut, Nagetierboy. Nagetierboy? Na, ich glaube, ich bleib bei Rattenjunge. Rattenjunge war best. Los, Nagetierboy! Los, das klingt wie Batman und Nagetierboy. Ach, ich habe jetzt an Pokémon gedacht. Nein, das ist Batman und Nagetierboy. Die alten klassischen Comics aus den 80ern, wenn. Hm. Hast du die auch gelesen? Total, jeden also davon. Die waren awesome. Darstellen. Eigentlich hasse nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Na, wie fühlt sich das an? Galban. Erwachsen, genau, finde ich auch. Also, benimm dich bitte auch entsprechend. Warum redet er jetzt mit so einer tiefen Stimme? Ja, weil er uns veräffelt. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Keine Stimme, man erkennt es am dichten Bartwuchs. Du vergisst, dass ich die ganze Zeit neben euch stand. Das ist nicht sein Bart. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Siehst du? Er darf spielen. Oh, Junge. Ich meine... Oh, Mann. Auf die Plätze. Paul Obst bereit. Und... legt. Ich würde sagen, es funktioniert wie Taekwondo. Ja, in die Mitte. Dieses was überhaupt? Drei in einer Reihe. Drei in einer Reihe? In die Mitte? Nein, nicht in... Ach so. So ja, schon, man fängt immer in der Mitte an. Ach so, das Spiel. Ah, plus es gibt Ratten. Oh, du hast es verkackt. Das ist der perfekte Anfang in der Mitte. Ja, ich habe scheinbar schon verloren. Kann ich das nochmal machen? Nein, du. Ich bin müde, habe ich das schon erwähnt? So, jetzt musst du. Ne? Ich erkläre es dir Diagonale, nicht. Diagonale, danke. Nicht meine. Ja. So cool irgendwie mit der Ratte. Hör doch mal auf, meine. Tja. Und wie viel V-Lobs haben die überhaupt? Genug. Also Deponia, ne? Die Ratte ist aber auch nicht so zielsicher, ne? Wieso geht's denn mal auf unsere? Jetzt Wir hat er gewonnen. Haben einen Gewinner. Schiebung. Der Josh, du hast verloren. Hat seine kleinen Freunde gegen ein Kind. Vielleicht. Hallo, ist ein Rattenmann. Vielleicht auch nicht. Ich Nochmal. Fordere eine Revanche. Du weißt offenbar nicht, wann du aufhören musst. Die Stimme. Ich kann dich immer wieder besiegen. Räum ruhig weiter, Captain Knusperzahn. Die kommt mir mega bekannt vor. Na dann, noch eine Runde. Wie ihr wollt. Irgendwie ganz berühmter Schauspieler. Paul Obst bereit? Können wir nachgucken später. Also. Ja, da reichen wir nach, Leute. In die Mitte. Tja, und jetzt? Weißt du wohin? Wo willst du es denn hinlegen? Was strategisch am klügsten ist.
Nein, das ist nicht strategisch am klügsten. Ich guck Jenny gerade fragend an. Ich bin echt zu müde für den Chat. Ich bin völlig durch heute. Jetzt liegt das aber dahin, dann musst du es dahin legen. Nein, nein, dann hast du doch verloren. Da unten in die Mitte. Was? Ja, schau mal. Hilfe. Ich glaube, ich klaue ihm gleich die... Ich bin echt krass daneben gerade, ey. Ich werde jetzt übrigens auch die Folge beenden. Dann lege ich... Jenny meinte, sie muss auch ihre Wäsche abhängen. Ich lege mich auf ihr Bett und schlafe in 5 Minuten ein. Du wirst jetzt die Folge beenden? Nein, danach halt. Quasi dann, wenn wir jetzt unsere komische Büchse endlich haben. Also nach der Folge halt. Mal sehen, wo das hinfließt. Jenny spielt jetzt übrigens. Ja, ich hab ja. Hab mir die Maus weggenommen. Nein, ich hab mir die Maus weggenommen. Nein! Warum? 50, naja. Ach so. Ja, gewinnt. Ja, sei denn, er ist dumm. Das ist ja nicht, wir müssen Glück haben. Ja. Die Ratte muss uns fressen. Ja, come on. Dann ja. Ist es endlich. Nein, ich will noch mal. Na dann, das wir jetzt gehen. Und legt. Wir fangen wieder mit an. Jetzt will mal anfangen dürfen. Wo sollen wir das jetzt hinlegen? Hier, da. Ich würde die Diagonale nehmen. Ja, ich eigentlich auch immer. Aber dann hat er auch wieder zwei. Wir müssen hier nach. Machen wir so. Eigentlich macht man das ja auch so. Aber jetzt legt er dahin und dann hat er wieder. Ne? Je nachdem, was das Vieh jetzt frisst. Ich bin total hypnotisiert von dieser Ratte. Yeah. Hierhin. Ja. Weil dann haben wir doppelte Chance, wenn wir nicht gefressen werden. Ja. Bitte nicht! Nein! Ja. Yes! Das Todesspiel. Bitte gewonnen. Schön. Tja. Juhu. Jetzt hat Rufus gewonnen. Abwarten. Ich verlange eine Revanche. Ha! Rufus. Vergiss es. Wenn ich mich recht entsinne, dürfen Kinder nämlich gar nicht am Spiel teilnehmen. Und zufällig weiß ich, dass sich hinter diesem zugegebenermaßen recht überzeugenden Kostüm nur ein kleiner, hässlicher Junge versteckt. Hey. Tja, Regeln sind Regeln. Her mit dem Hauptgewinn. Ja. Oh. Was? Upsi. Das war doch Absicht. Na, warte. Aua. Die blöde Ratte hat mein Jagddiplom verschluckt. So ein Pech. Das war leider mein letztes. Pech? In jedem Fall schmunzelte der Rattenmann vielsagend. Seine Arbeit hier war getan. Ist doch irgendein so ein okay, Leute, Erzähler, wenn mir irgendjemand sagen kann, woher diese Stimme kommt, ich bin mir sehr, sehr dankbar. Ich träume mich heute nach. Jetzt haben wir jetzt die Ratte im Inventar? Ja, aber ich denke, der Wildjäger, ich versuche das einfach. Nimmt das auch mit Ratte drumherum? Und dass ich das jetzt von dem billigen Platz aus, ich versuche es einfach spiele. So, ich greife quasi nach die links zur Tastatur. Die Ratte hat dein Jagddiplom gefressen. Das ist überhaupt nicht sexuell. Haha. Du hast dein Jagddiplom benutzt, um eine Ratte zu fangen. Dafür ist es doch da. Und Kleintiere sind knifflig. Selbst Profis greifen da normalerweise zu Hochpräzisionsblasrohren. Wozu bräuchte ich noch mehr Beweise? Du bist ein waschechter Großwildjäger. Echt jetzt? Ja. Na klar, du kannst dir gerne jederzeit die Elefantenbüchse ausleihen. Jetzt. Wow. Danke. Und wenn ich hier mit Grillen fertig bin, können wir uns Jagdgeschichten erzählen. Wir flechten uns Hasenpfoten ins Haar und zeigen uns unsere Jagdnerben. Ach, zu schade, da habe ich schon was vor. Ja. Die Wumme. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Tja, jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist, klar, warum nicht? Aber sei vorsichtig mit dem... Zu spät. Mit dem... Du hast schon Ja gesagt. Mit dem was auch immer? Ich will nur mal drauf. Krass, eine Schrottflinte. Vielleicht wird das ja doch noch mein Lieblings-Deponia-Abenteuer. Da ist wieder die vierte Wand. Ja. So, ja, reicht das als Waffe? Meinst du, wir brauchen noch irgendwas? Nee, ich glaube, ja. Aber wozu war dann das ganze Kopfhörergedönse da? Falls man den Song hören möchte. Vielleicht, wir gucken. Nein. Probieren es nur aus? Ja, aber
Und dann ist die Folge zu Ende. Ja, weil ich bin an der Maus. Die ganze Zeit gewesen. Jenny hat dir nichts gemacht. Ah, du da, Waffe. Ah, zack. Zack. Tack. Gefreiter Tack, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Ha, guter Versuch. Die Wumme ist ja gar nicht geladen. Widersprechen Sie etwa einem Vorgesetzten, Gefreiter? Das gibt 2 Wochen Küchendienst. Mach mal einen Schrott da rein. Das ist eine Schrottflinte, hat er gesagt. Ja. Mann. Noch nicht. Zuerst muss da Pulver in die Büchse. Okay, Schrott richtig, aber Pulver? Gibt's irgendwo Pulver? Ich will mich erinnern. Warte mal. Also wir hätten jetzt maximal noch dieses Pfeifenreiniger-Ding. Wahrscheinlich, um das so reinzustopfen. Ja, aber das ist genau das brauchen wir dann, um das Pulver reinzukriegen, vermutlich, ne? Ja. Das heißt, uns fehlt aber trotzdem das Pulver. Das, was auch immer sein kann, wir finden es gemeinsam mit euch aus der Rakete. Sie Rakete zerlegen? Aber wie zerlege ich denn was? Weiß ich doch nicht. Probier es aus mit allem, was du hast. Das Schwarzpulver in der Rakete könnte ich gut gebrauchen, aber dafür müsste ich es erstmal da rausbekommen. Scherbe? Scherbe, ja. Oh, ich bin so gut. Das ist mir gerade spontan eingefallen. Aber jetzt fehlt uns trotzdem der Pfeifenreiniger. Ja. Wetten? Ja. Ah. Nicht? Jetzt fehlt nur noch Munition und eine Möglichkeit, alles in den Lauf zu stopfen. Wir brauchen also den Pfeifenreiniger. Und deswegen brauchen wir das Ganze mit der... Was war das nochmal mit den Kartoffeln, Laufen Eis? Wir das schnell ab? Damit... Nee. Aber dann... Willst du das jetzt noch machen? Oh, Entschuldigung. sonst ist die nächste Folge am Anfang doch so langweilig, weil dann alles nur das kommt, was das, die Leute schon kennen, oder? Das heißt, ihr könnt jetzt ja nicht ausschalten, weil jetzt machen wir nur noch hin und her und laufen. Okay. Ja. Fleißarbeit. Fleißarbeit. Um damit einen Cliffhanger enden zu können. Also was muss ich, ich brauche... Dartpfeil werfen. Dartpfeil werfen, Elektro-Kompensator-Flux-Ding aufholen. Eismaschine, Eisschmelzen, Kartoffel, Kopfhörer. Hallo. Ich bin stolz auf dich, nachdem du gerade meinst, du bist so müde. Ja, du bist müde. Ich bin total durch. Und die Geschichte vom DCP habe ich euch auch schon erzählt. Ja. Hey Rufus! Bla bla bla. Nicht jetzt. Kürbislatte. Bei Lonzos. Dieses Jahr ist der DCP leider in München. Nicht in Berlin. Ist er sonst in Berlin? Ja, immer abwechselnd. Und? Letztes Jahr war er doch in Berlin. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt in... Der war doch... Leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus. Man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha. Na, das werden wir ja sehen. Aha. Das wollen wir wirklich mal sehen. Und... Ach, nö. Tja, leider daneben. Aber wie kriegen wir das denn jetzt sonst hin? Okay, jetzt bin ich gerade los. Also ein neues Rätsel. Die Zeit kann man auch nicht wieder zurückdrehen, oder? Nee. Weil wir kommen nicht mehr an die... Okay, ich kann den nicht einfach so werfen. Ich komme hier auch nicht, ich kann den ja nicht einfach so... Kannst du schummeln? Du kannst bestimmt irgendwie schummeln. Kann versuch mal irgendwas zu anquatschen oder so. Alonso, was gibt's Neues? Nichts. Oh, danke, bitte keine Umstände. Du kannst bestimmt irgendwie schummeln. Versuch mal irgendwas im Inventar zu kombinieren. Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb! Schon, du, den mach den Strom. Das gute alte alles zusammen. Ja. Dingsen. Höha! Damit könnte ich ein prima Blasrohr. Und deine Dart fallen. Was zur Hölle, Leute? Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe hätte und endlich das Gefühl in meine Fingerkuppen zurückkäme, okay, vielleicht hätte jetzt ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. Okay, also wir müssen wahrscheinlich so ein Blasrohr basteln, um das zu treffen. Ja. Und dann alles zu machen, was wir machen sollen. Ja, aber wie kann ich denn das Blasrohr basteln jetzt, wenn es... Frag doch... Du hast doch den Honig, du kannst ja doch den Honig holen. Du brauchst jetzt einen Pfeil, ein Rohr und einen Honig. Wenn du jetzt Honig holst, hast du alles. Dann gehst du zu dem Typen wieder. Der meinte doch, er bastelt dir eins, wenn du ihm die Zutaten bringst. Oh Gott, Leute. Ist
Das artet jetzt aber echt aus hier. Ja, wir lassen das jetzt auch hier. Okay. Und merken uns, dass wir das machen wollen. Haha, vor allem, wenn wir jetzt die Session beenden und ich jetzt gleich irgendwie schlafen gehe. Herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe mir nur Honey auf. Honey. Okay, nächste Folge gibt's Honig. Lecker. Tschüss. Tschüss.